In Deutschland ist zum Beispiel Mitglied eben Greenpeace, Miserior und Kein Patent auf Leben. Das sind Organisationen, die hier in Deutschland mitmachen. Und wir verfolgen das Thema schon seit vielen Jahren. Wir haben eine Resolution jetzt gerade abgeschlossen, wo sich über 200 Organisationen aus Europa angeschlossen haben und etwa 80.000 Menschen unterschrieben haben. Und wir fordern, dass die Patentierung von Saatgut, von Pflanzen und Tieren im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der speziell eben der konventionellen Züchtung verboten wird. Wir sind der Ansicht, dass es in Europa Gesetze gibt, die also Verbote bereits vorsehen, dass sie aber nicht richtig ausgelegt werden. Das ist so der Hintergrund zu meiner Person. Und wir werden heute ergänzt, eben der Widerstand gegen diese Patente wächst. Das sieht man auch in dieser Pressekonferenz heute. Wir haben also jetzt hier ein breites Bündnis, das wir repräsentieren von verschiedenen Organisationen, wie Frau Gertraud Garfuß, Bäuerin aus dem Berchtesgadener Land und Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hier, die vertritt die Perspektive der betroffenen Landwirte. Die Frau Dr. Tippe vertritt hier das Bündnis auch keine Patente auf Saatgut und kein Patent auf Leben. Sie recherchiert für uns regelmäßig am Europäischen Patentamt entsprechende Patentanträge und Patenterteilungen und wird da aus Sicht dieser Recherche kurz die Ergebnisse vorstellen, aktuell aus dem Jahr 2015. Und Frau Lara Dovifat von CampAct, die heute ihre europaweite Kampagne eben starten gegen Patente auf Saatgut. Wir freuen uns sehr, dass wir hier also zusätzliche Unterstützung haben und freuen uns auf die Vorstellung dann der Kampagne. Ich wollte jetzt zu Beginn noch ganz kurz, ist mein Teil, neben der gekonnten professionellen Moderation, ist auch noch der Teil vorzustellen, der Anlass, warum das Pressegespräch heute stattfindet. Übermorgen findet am Europäischen Patentamt statt eine Verhandlung gegen ein Patent auf Melonen. Dieses Patent wurde 2011 erteilt. Es umfasst Melonen aus konventioneller, traditioneller Züchtung mit einer natürlichen Resistenz gegen bestimmte Viren. Diese Resistenz wurde entdeckt in Melonen, die ursprünglich aus Indien kommen und wurde dann einfach über normale züchterische Maßnahmen, Kreuzungselektion, in die an andere Melonensorten eingekreuzt. Und die Firma Monsanto hat die Firma gekauft, die ursprünglich diese Melone gezüchtet hat und hat damit eben jetzt auch das Monopol über diese Melonenzucht. Und das Patent, wie gesagt, ist 2011 erteilt worden. 2012 hat ein breites Bündnis hier Einspruch eingelegt. Da ist zum Beispiel auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft mit dabei, auch Greenpeace, auch Grund Naturschutz. Und unterstützt wird das auch von Organisationen in Indien, die sagen, das ist ja Biopiraterie. Das ist ja eigentlich ursprünglich unsere biologische Vielfalt, die ihr uns da genommen habt, die da patentiert worden ist. Und rechtlich ist es so, ich habe Ihnen das Patent hier mitgebracht, das wird also jetzt am Mittwoch verhandelt. Es ist so, dass es in Europa eben ein Verbot der Patentierung von Pflanzensorten und von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung gibt. Das ist sozusagen die konventionelle Züchtung, die nicht patentiert werden darf. Und wenn Sie jetzt dieses Patent ansehen, da habe ich Ihnen das Deckblatt mitgebracht, da sind Sie Patentnummer drauf, das liegt hier vorne. Sind auch Patentinhaber und auf der zweiten Seite von dieser Kopie sehen Sie auf Deutsch auch die Patentansprüche und da sehen Sie eben hier, wenn Sie kurz zusammenfassen, hier werden Pflanzen patentiert. Das heißt, das Europäische Patentamt sagt, es ist das Verfahren zur Züchtung patentiert worden, aber was patentiert werden kann, das ist die Pflanze und auch die Früchte, die Ernte und das widerspricht nicht dem Wortlaut der Gesetze, das ist richtig, weil da steht ja Verfahren zur Züchtung. Wenn man sich es aber eben genauer anguckt, dann hat Monsanto hier eben genau das bekommen, was sie wollten. Sie haben einen kleinen Teil der Patentanträge gestrichen, der sie gar nicht so sehr interessiert, nämlich das Verfahren zur Züchtung der Melone, das sowieso trivial ist, das technisch nicht anspruchsvoll ist. Und was sie bekommen, ist eben ein volles Monopol der gezüchteten Pflanze hier. Das, was sie eigentlich wollen. Monsanto vertreibt Saatgut, hat sogar eine Firma gegründet, eine eigene Marke, um auch Lebensmittel zu vermarkten. Monsanto hat auch ein Patent zum Beispiel auf Brokkoli bereits, hat es unter einer eigenen Marke in den Handel gebracht. Das heißt, Monsanto kann auf Grundlage dieses Patentes eben kontrollieren, wer züchtet diese Melonen, wer bringt sie in den Markt, was kosten sie. Und damit in dem Bereich eben eine starke Monopolstellung, die für Verbraucher, die gerne eben meinetwegen Zuckermelonen kaufen, Honigmelonen, eben auch relevant ist, weil dieser Virus, der da gegen die Melonen resistent sind,
tatsächlich ein großes Problem ist beim Melonenanbau. Und gegen das Patent haben wir Einspruch eingelegt. Das Europäische Patentamt legt aber die Gesetze eben so aus, dass die Verbote umgangen werden. Hier sind sowohl Pflanzensorten betroffen, als auch eben die konventionelle Pflanzenzüchtung. Und die Aussichten des Einspruchs sind gering. Wir werden es wahrscheinlich verlieren. Monsanto wird das Patent möglicherweise behalten. Und deswegen eben unser Appell an die Politik, hier einzuschreiten, insbesondere an die Bundesregierung, Heiko Maas, der zuständig ist. Und da wird Frau Lara Dovidat auch noch viel zu sagen, weil das eigentlich der Appell ist, der von hier, von dieser Veranstaltung ausgehen sollte. Die Zivilgesellschaft kann sehr viele solche Einsprüche einreichen gegen solche Patente, aber wirklich stoppen kann es eben nur die Politik. Die muss dafür sorgen, dass die bestehenden Verbote richtig ausgelegt werden. Gut, dann gebe ich jetzt mal weiter an die Frau Dr. Tippe und die stellt uns vor die Patentanträge und Erteilungen im Jahr 2015. Und okay. Das finden Sie auch da vorne. Ja, vielen Dank. Es geht jetzt bei mir um diesen Zettel, um den Übersicht der Patentanträge und Erteilungen auf konventionelle Züchtungen in Europa. Ich mache diese Recherchen und das ist irgendwie ein kleiner Extrakt davon. Jahr für Jahr werden nun viele Patente auf Pflanzen angemeldet und ich prüfe bei diesen Patenten, welche Patente betreffen rein gentechnisch veränderte Pflanzen, etwas, was vielleicht jetzt noch ein kleines bisschen akzeptabler ist, dass das auch patentiert wird. Aber vor allem auch all die Patente, die ohne, ist es, sollte ich Mikrofon können? Doch, ja. Also es geht um die Patente auf Pflanzen mit Gentechnik, ohne Gentechnik und ich schaue nach, insbesondere, welche Patente werden angemeldet auf Pflanzen ohne Gentechnik oder auch Mischpatente, die zum Teil mit Gentechnik, zum Teil ohne. Das kann man sich zum Beispiel bei Pflanzen vorstellen, die eine Krankheitsresistenz bekommen sollen. Das kann man durch Züchtung erreichen, aber man kann gegebenenfalls auch so ein Gen, das diese Resistenz enthält, auch gentechnisch übertragen. Deswegen gibt es auch eine ganze Reihe Patente, die sowohl ohne als auch mit Gentechnik sind. Im vergangenen Jahr waren es etwa 30% der Patente, die jetzt eben auf Pflanzen ohne Gentechnik oder eben plus minus Gentechnik gehen. Auf diesem Blatt können Sie von Weitem die schöne Grafik sehen, welche Pflanzen es im Wesentlichen sind. Das sind immerhin 6 Anmeldungen auf Kronpflanzen, Melonen und Weizen. Weitere etwa 5 auf Mais und Reis und so weiter. Es sind eigentlich ein ganz breites Spektrum von Pflanzen, die unter diese Patente fallen. Und wenn man schaut, welche Firmen sind es? Es sind wieder die großen, die schon bekannt sind, auch in der Gentechnik. Es ist Monsanto, DuPont, Pioneer, es ist Bayer, es ist Syngenta. All diese Firmen melden neben gentechnisch veränderten Pflanzen auch die Pflanzen an, ohne Gentechnik oder halb-halb Gentechnik und ohne Gentechnik. Die zweite Grafik auf der zweiten Seite, da ist ja auch ganz klar, es steigt an und steigt an, es ist immer mehr. Seit etwa 7 Jahren sind es wirklich etwa 30% der Patente, die in diese Kategorie gehen. 30% der Pflanzenpatente? Der Pflanzenpatente, ja. Es waren jetzt in diesen vergangenen Jahren immer zwischen 100 und 150 Anmeldungen, die eben ohne oder plus minus Gentechnik sind. Ja, ich würde sagen, das mal fürs Erste. Bei den Erteilungen sind es jetzt momentan, geht es langsam voran, aber es geht voran
und das Patentamt setzt immer mehr Patente, die schon lange in Prüfung sind, durch, sodass wirklich auch Pflanzen ganz ohne Gentechnik oder wie gesagt auch plus minus erteilt werden. Es stehen Hunderte von Patenten im Grunde kurz vor der Partei. Also wenn ich jetzt diese Liste mit den Balken da anschaue, dann wäre es mir ganz übel, weil das sind alles Sachen, die wir Bauern seit Jahrhunderten, das sind Grundnahrungsmittel, die werden von uns produziert seit Jahrhunderten, die sind entstanden aus jahrhundertelanger Arbeit von Bauern und Bäuerinnen, ist diese Vielfalt an Pflanzen und Saatgut entstanden. Und wenn ihr jetzt seht, dass es dann einige wenige Konzerne gibt, die da die Hand drauf halten, dann soll das überhaupt nicht sein. Also es ist sowieso schon eine Konzentration in der Landwirtschaft zu spüren. Es gibt immer weniger Bauern, es gibt immer mehr große Agrarfabriken. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite, wo wir Saatgut beziehen, auch noch diese Konzentration haben, also dann kann einem wirklich Angst und Bange werden, wo das hinführt. Die Landwirtschaft lebt einfach von der Vielfalt. Also wir haben unterschiedliche Böden, wir haben unterschiedliche klimatische Verhältnisse. Wir brauchen eine Vielfalt von Saatgut, eine Vielfalt von Pflanzen, eine Vielfalt von Tieren, die in der jeweiligen Region einfach gut sind zum Anbauen oder zum Züchten. Und wenn da dann ein Konzern oder 5 Konzerne die Hand drauf haben, dann schränkt es uns Landwirte wahnsinnig ein. Und zwar dann kann es theoretisch auch so sein, dass, also wie es in der Gentechnik ja ist, dass man, in Amerika ist das ja ein großes Problem, dass man praktisch ungewollt gentechnisch veränderte Pflanzen auf seinem Acker hat und dann kommen die Anwälte und die Privatdetektive von Monsanto und sagen, hier, ich möchte das Lizenzgebühr oder man zahlt einmal 35.000 Euro, damit man überhaupt nicht in so ein Strafverfahren reinkommt. Dieses Szenario ist irgendwann dann bei uns auch möglich. Und zwar nicht, wir haben es bis jetzt geschafft, die Gentechnik auf dem Acker bei uns, nicht als Futtermittel, aber zum Anbau zu verhindern. Aber diese Möglichkeit, dann nicht gentechnisch verändert die Pflanzen, die werden dann genauso Eigentum eines Konzerns. Und das geht total gegen das, was wir als Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft verlangen, nämlich, dass eine Landwirtschaft zum Wohle der Bevölkerung geführt wird. Das ist unser ureigenster Anspruch. Wir möchten Lebensmittel, gesunde Lebensmittel produzieren für die Verbraucher und von daher finde ich es super, dass es diesen Schulterschluss gibt zwischen Bauern und der Zivilgesellschaft, weil wir sitzen da alle in einem Boot. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir uns alle zusammentun und gegen diese Patentierung von Leben kämpfen, weil Leben ist einfach nicht patentierbar. Es ist nicht die Erfindung von irgendjemand. Also ein Vorfahre von mir, der hat einen Kugelschreiber erfunden, der hat das patentieren lassen. Das ist richtig. Das ist eine Idee, das hat der sich ausdenkt. Und damit nicht irgendein Großer gleich kommt und sagt, ich war jetzt deine Kugelschreiber, ist das vollkommen richtig. Aber in diesem Fall hier, wenn es um Leben geht, wenn es um Tiere, um Pflanzen und Saatgut geht, da gibt es einfach keine Toleranz. Ja. Dankeschön. Ich bin Lara Dovifer, zuständige Campaignerin für die neue Kampagne von der Bürgerbewegung Camp Act mit mehr als 1,7 Millionen Aktiven. Und wie eben schon angekündigt, freuen wir uns auch sehr über diesen Zusammenschluss des diversen Bündnisses von bäuerlichen Interessen, von kleinen Züchterinteressen, aber auch von den Fachorganisationen, die hier links und rechts neben mir sitzen. Werden wir die Kampagne heute starten. Und das Besondere an der Kampagne ist auch, dass sie auf Europaebene gelauncht wird. Also unsere Schwesternorganisation WeMove, die auch ein Kampagnennetzwerk ist wie Camp Act auf Deutschland-Ebene, arbeiten die auf europäischer Ebene und dort werden sie dann auch in verschiedenen europäischen Ländern das Thema setzen. Und ich denke, das Ausmaß der Patentierung auf Leben ist jetzt schon deutlich geworden, auch die Folgen wurden angesprochen und ich würde jetzt einfach gerne noch mal ein paar Worte zum politischen Prozess sagen, also wer eigentlich das in der Hand hat, diese Patentierung von Pflanzen, Tieren und Saatgut zu stoppen. Und wir sehen da zwei Punkte, die uns eigentlich Hoffnung machen. Zunächst ist im Koalitionsvertrag bereits festgehalten worden von der Bundesregierung, dass sie auch auf europäischer Ebene die Patentierung auf Leben stoppen wollen und die Gesetze, die es gibt, wie Herr Thien auch schon angesprochen hat, halt wirklich präziser auslegen wollen und einhalten wollen.
Und nachdem das Europäische Patentamt dann diesen Präzedenzfall im März 2015 geschaffen hat, dass dieser Brokkoli eben patentiert wurde, hat sich auch das zuständige Ministerium um Minister Heiko Maas kritisch geäußert und meinte, sie müssen da ganz genau gucken, was da passiert und wie man das auch in den folgenden Jahren einschätzen muss. Diese beiden Punkte sehen erstmal positiv aus, es ist bisher aber nichts passiert. Also weder diese Grundlage des Koalitionsvertrags hat irgendwen zum Handeln bewegt, noch die, das Zitat aus dem Ministerium für Verbraucher und Verbraucherschutz und Justiz. Auch da ist bisher außer der vermeintlichen Prüfung nichts geschehen. Und deswegen starten wir jetzt diese Kampagne und mit dem Bündnis aus verschiedenen Interessenkoalitionen werden wir vor allem Minister Maas ganz deutlich machen, dass dieses Thema auch seine Wählerinnen und Wähler interessiert und dass da viele, viele hunderttausende Verbraucher hinterstehen, die sagen, Patente auf Leben geht nicht. Wir wollen keine Monopole der Konzerne, wir wollen aber auch nicht, dass Ernährungskrisen gerade im globalen Süden zunehmen und wir wollen auch nicht, dass wir als Verbraucherinnen mehr dafür bezahlen. Und deswegen muss Heiko Maas handeln und da kommen wir zum politischen Prozess, wie man diese Patentierung stoppen kann. Da kommt dann das Europäische Patentamt ins Spiel, die sitzen ja hier in München und die werden vom Verwaltungsrat kontrolliert. In diesem Verwaltungsrat sitzen aus allen zugehörigen Ländern, was die EU-Staaten sind, plus 10 weitere, sitzen jeweils Vertreterinnen und Vertreter. Und wenn Heiko Maas dort einen Initiativantrag startet, auf Druck von unserer Kampagne, können wir erreichen, dass diese Auslegung anders interpretiert wird. Da hatte Herr Dr. Thehn auch am Anfang schon was zu gesagt, dass es einfach eine Auslegung ist. Es gibt eigentlich Gesetze, die die Patentierung verbieten. Durch die momentane Auslegung sind aber immer wieder Patente, wie wir ja auch gesehen haben, gerade eben möglich. Und deswegen braucht es den Initiativantrag von Heiko Maas, der dann mit einer Mehrheit im Verwaltungsrat beschlossen werden muss. Und somit kann die Auslegungsordnung wieder dahin gebracht werden, wo sie eigentlich auf dem Papier auch ist, nämlich dass konventionell gezüchtete Lebensmittel nicht patentiert werden können. Wir als Campact werden dieses Thema jetzt weiter verfolgen. Wir werden übermorgen hier in München mit einer großen Aktion vorm Europäischen Patentamt stehen. Da werden viele Bürgerinnen und Bürger stehen mit großen Schildern. Da wird ein Schauspieler als Heiko Maas verkleidet mit einem großen Stempel nochmal Gemüse patentieren. Also ich lade Sie auch alle ganz herzlich ein. Es eignet sich auf jeden Fall auch zur Bildberichterstattung. Und wir werden ihn aber auch in Berlin besuchen. Wir werden zu ihm gehen. Wir werden jetzt gucken, wie ist seine Reaktion auf die Kampagne. Zeigt der Handlungsbedarf und je nachdem werden wir immer wieder auch dieses Thema begleiten. Wir werden hier auch bei den Verwaltungsratssitzungen anwesend sein und auch die Ratsmitglieder darauf hinweisen, dass sie da endlich der Patentierung einen Riegel vorschieben müssen und auch auf europäischer Ebene sieht es gar nicht schlecht aus. Also startet Deutschland mit Heiko Maas diesen Initiativantrag, sind die Chancen gut, dass er eine Mehrheitsentscheidung hinkriegt, weil auch andere Länder wie die Niederlande, wie die Schweiz, aber auch bei Österreich gibt es Bereitschaft, da zu handeln. Und jetzt geht die Kampagne los und wir werden mit, denke ich, bis in 2-3 Tagen mit über 150.000, 200.000 Unterschriften rechnen und der Protest wird wachsen. Ja, vielen Dank. Dann, wenn Sie noch Fragen haben,